Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Fever. Und ja, wir starten wieder mal hier im Bahnhof von Wittlich, wo wir ja letztes Mal die Strecke gebaut haben, rüber nach leck, 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 rüber nach Ottweiler. Und die auch schon angeschlossen haben. Und nee, das haben wir gar nicht letzte Folge gemacht. Quatsch, wir haben letzte Folge die Strecke Ottweiler Kreußen gebaut. Genau. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und ja. Ich glaube, wir stellen dann da noch ein paar Signale auf zwischendrin. Ja, hier mal. Dann vorm Bahnübergang. Weil ich würde dann doch ganz gerne hier zumindest mal so ein ICE fahren lassen oder sowas in der Art. Hier machen wir das auch mal. Könnten wir hier vor der Brücke einsetzen, aber das war falsch. Das ist falsch. So. Und dann könnten wir ja am Bahnübergang noch mal einsetzen. Ja. Die armen Leute, die da wohnen. Ich guck mal ganz kurz, was wir denn hier alles verfügbar haben. Okay, noch nicht so viel. Ein Prellbock. Ja, ich will mal kurz schauen, was für Züge wir denn mittlerweile verfügbar haben. Lokomotiven. Okay. Was fährt die? Die fährt 150. Die fährt 160. Was haben wir für Wägen? Okay, da haben wir dann doch schon einige. Zumindest mal hier die NOB. Würden 60 kosten pro Jahr. Und die hier, die auch. Kosten auch 60. Ja, weiter hoch geht's nicht mehr. Okay, die würden halt einiges weniger, 30 sogar bloß. Aber was passt da für eine Lok dazu? Hier? Dies hält bloß 30 Jahre. Eieiei. Jahre ist nicht arg viel, aber dann würde der ICE auch freigeschaltet werden. Das ist doch mal eine Idee, ja? Also, machen wir hier mal zwei Prellböcke hin. So. Machen wir kurz Pause. Ja, wir können ruhig weiterlaufen lassen. Ein bisschen Geld reinkriegen. Dann machen wir das mal alles elektrisch hier. Die Weiche natürlich auch. Hier auch alles. So. Dann hier wieder am Bahnhof. Wunderbar. Und hier drüben. Bam, 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 bam. Wunderbar. Dann würde ich mal mit der Seite hier anfangen. Was ist denn der Unterschied zwischen der und der? Nichts, okay. Außer die Nummer halt, aber sonst eigentlich nichts. Ja, ich würde mal die einfach mal nehmen. 1,25 Millionen, okay. Und dazu die Silberlinge.
Anfangs mal in der ja, Dreier-Sektion reicht mal. Okay, ich mache doch mal kurz Pause, weil sonst kostet uns das natürlich einen Haufen. So. Okay, das muss ja nachher sowieso weg. Dann setze ich hier nochmal vorübergehend mal auch einen Prellbock hin. So, da kaufen wir das gleiche. Jawohl. Hinten hin. Oh, Linie zuweisen. Schnauze. Ottweiler Wittlich. Und hier genauso. Ottweiler Wittlich. Perfekt. Gucken wir uns den Zug mal kurz an. Passt zwar von der Farbgebung her passt es nicht ganz, ja. Aber das ist ja nur vorübergehend. Und ich würde mal ganz gerne dann bei dem hier mitfahren. Einfach mal, um ein bisschen die Strecke zu zeigen. Hier oben können wir ja das Fenster mal offen halten. So. Fahren wir doch einfach mal die Strecke mit. Einmal hier an der. Am. An dem. Ja, an dem Arm hier vorbei. An dem Meeresarm. Das sieht echt schön aus hier. An der Steilwand entlang. Genau. Hier hat man schon mal einen schönen Blick drauf. Was ist hier 85? Ja, das werden wir nachher dann natürlich alles ausschildern. So, vor allem möchte ich auch mal sehen, wo okay. Okay, hört auch mal auf. Hallo? Okay, alles klar. Wunderbar. Aber das wird natürlich mitten auf der Brücke sein. Ah, na dann mal. Genau am Brückenende. Und hier über die Brücke, das muss ich mir mal von weitem angucken. Auch wenn man hier jetzt als Autofahrer ist. Ja. Sieht schon cool aus. Ah, man sieht jetzt nicht so viel vom Zug. Einmal, ja, so. Ja, ist schon geil. Es hat halt eine Atmosphäre, muss ich sagen. Schade, dass man jetzt hier nicht so eine Hängebrücke oder so machen kann. Das würde dann natürlich noch einiges schöner aussehen, unrealistischer. Ah, hier nochmal kurz am Bahnübergang. Oh. Den müssen wir natürlich anpassen. Wo ist er denn der hier? Nee, der hier, da ist er. Perfekt. So, der andere fährt, die müssten wahrscheinlich ja fast genau gleich. Ja. Wunderbar. Das klappt ja einwandfrei. Müssten wir hier. Zu was gehört das eigentlich? Gehört das noch hier zu Wittlich oder? Jetzt sollten wir hier mal eine Buslinie errichten. Quatsch hier. So, Buslinie, Buslinie, Buslinie. Buslinie. Ja, ich würde sagen, nehmen wir mal das hier. Passt es hier hin? Jo. Jo, da muss aber der Baum hier leider weg. Genau. Brauche ich mal kurz hier die Landnutzung. Und halt, Landnutzung? Jetzt. Jetzt, Settle. Okay.
Und sie ist schon wieder weg. Habe ich das immer weggeklickt oder war ich gerade einfach zu dumm? Okay, also wir fahren hier. Dann fahren wir hier rüber. Okay, die Industrie müssen wir jetzt nicht unbedingt abdecken. Wir müssen aber hier auch zur Freizeit kommen. Also machen wir mal so, so. Und gehen wir mal hier rein. Hier rüber. Und hier nochmal. Perfekt. Wenn wir das wegmachen. Dann haben wir hier Bus, Ort, Weiler. Netwood. Bus, Ottweiler. So, von hier über da nach da, nach da, 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 da und da. Depot. Haben wir auch noch kein neues. Setze ich jetzt einfach mal Kollision, Kollision, Kollision. Typische Kollisionsnachricht. Das setze ich jetzt einfach mal dahin. So, wir haben noch keine neuen Busse. Bin ich mal gespannt, wann die denn kommen. Zwei, wie viele Haltestellen haben wir? 8, 4, 5, 6. Machen wir mal. Bus Ottweiler. So, wunderbar. Jetzt fehlt die Verbindung hier noch. Die machen wir auch noch gleich. Ja, die Zeit reicht noch. Und dafür kaufen wir Triebwagen 120. Was haben wir hier? Was ist das? Ah, okay, das ist der niederländische. Was kostet der? Nix. Nix. Oh. Aber fährt plus 120? Warum kostet der nichts? Oder ist das bloß ein Fake? Nö. Aber sie fahren halt bloß 120. Okay. Was ist, wenn wir dann nochmal so einnehmen? In Doppeltraktion. Oder was kam da halt da noch alles dazu? Hier kam ja nichts mehr dazu, ja? Außer die hier. Waren auch 160. Dann würde ich die mal einfach da. Würde ich die da einfach mal kaufen. Ja. So. So. Und die dann hinten dran. 2 Millionen hat die gekostet. Oh, oh, oh. Halt, hinten dran. So, Ottweiler kreuzen. Weiß, die Linie ist jetzt nicht unbedingt, die ist jetzt nicht wirklich interessant, aber ich will trotzdem mal mitfahren. Um einfach mal zu sehen, wie schnell kommt er auf seine Höchstgeschwindigkeit und alles Mögliche. Weil die Lokomotive, ja, die Lokomotive schafft, glaube ich, 200, wenn mich nicht alles täuscht. Aber, ja, wir schauen jetzt einfach mal und dann lassen wir den anderen Zug, wenn der da hinten angekommen ist, lassen wir den auch von hier starten. Mal gucken, ob dann die Zeit noch reicht und machen wir halt eine etwas größere Folge. Aber wir machen jetzt hier erstmal Panorama-Ansicht. Ja. Hier wieder schön durch den Wald. Und schön mit 60er Ausfahrt. So gefällt mir das. Bahnübergang. Ich glaube, das war eine 100er Kurve, soweit mich nicht alles täuscht. Ja, 99.
Okay, sie beschleunigt ziemlich gut. Und jetzt hier über die kahle Fläche. Ja, da muss sie wahrscheinlich selber noch von Hand ein paar Bäume pflanzen, weil das sieht ja echt furchtbar aus. Das sieht ja echt furchtbar aus. Mikrofon gerade ein bisschen umgestellt. Hier der andere Bahnübergang, dann hier der Hubbel. Oh ja, okay, den müssen wir auch noch entschärfen. Das sieht nicht schön aus. Aber ich bin richtig froh, dass es noch sehr, sehr flüssig läuft. Ja. Muss ich ehrlich sagen, da bin ich richtig froh drüber. Weil auf meiner anderen Map, da sind schon 4, 5 Städte über 3000. Und selbst wenn ich dann in einer kleineren Stadt bin, also gerade so rumfahren, gerade hier, also ich nehme mit 60 FPS auf und habe auch 60 FPS bei mir. Das ist dann halt doch schon, ja, angenehm, sag ich mal. Nein, es war eben kein Monatsruckler. Ja, es war leider ein Absturz von Train Fever. Ja, hat mich das Spiel ein bisschen verarscht, denn so starten normalerweise bei mir immer die Monatsruckler. Nein, es war doch ein Absturz. Ja. So, wir sind hier nun in Kreuzen angelangt. Ich werde dann den Zug mal schnell stoppen, wenn er umdreht. So, die Türen sind auf, die Türen gehen zu. Okay, gut. Können wir unser HUD mal wieder einblenden? Also, ich habe wieder alles so hergestellt. Das Geld ist ein bisschen weniger, ja. Wir sind, glaube ich, noch ein bisschen früher in der Zeit. Aber ich habe soweit wieder alles hergestellt, was wir davor gebaut haben. Oder besser gesagt, ich gebaut habe. Ja. So. Linie Ottweiler Kreuzen. Ja. Und wenn du losfährst, fährt der hier auch wieder los. So, das geht ja bei dem, glaube ich, sehr schnell, weil das erste Mal da hält. Jetzt glaube ich immer ziemlich schnell. Auf und gleich wieder zu. Genau. So, jetzt waren sie etwa gleich. Das ist gut. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei einer weiteren Folge Train Fever. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dahin, tschüss.